Erneuerbare Energien insgesamt wird die Eifel mit Sicherheit in den nächsten Jahren und Jahrzehnten deutlich prägen und Einfluss nehmen, ob wir wollen oder nicht. Wir können es nicht aufhalten. Wir müssen nur gemeinsam überlegen, wie können wir es am besten für uns gestalten. Das ist die Hauptaufgabe. Mein Name ist Johannes Pinn. Ich werde in diesem Jahr 60 Jahre alt, komme ursprünglich aus Steffeln, bin da geboren in eine kleinbäuerliche Familie, Großfamilie, Großeltern, Eltern, Kinder. Damals noch autark versorgt. Es gab keinen Fernseher, keinen Kühlschrank, kein Elektroherd. Das Leben hat sich in der Küche abgespielt. Eigene Kühe, eigene Milch. Mein Großvater war auch Imker. Und über die Imkerei kam auch dann der Bezug zum Wald. Also er hatte auch noch einen kleinen Wald. Und das war für mich immer prägend als kleiner Junge schon. Auch die Erzählungen vom Großvater und dem Wald, das hat mich immer fasziniert und hat letzten Endes dann auch zu meiner Berufswahl geführt. Und so habe ich dann irgendwann über Schulausbildung, Abitur in Gerolstein, anschließend noch kurz Bundeswehr und dann ging es dann los, Forstwirtschaftsstudium in Baden-Württemberg und habe dann den Beruf des Försters eingeschlagen und arbeite jetzt in meiner aktuellen Station, ich denke, es wird auch die letzte Station sein, als Leiter des Forstamtes in Hillesheim. Mir macht es Spaß, ich bin begeistert in meinem Beruf tätig und freue mich, wenn ich da noch viele Jahre leben und arbeiten kann. Das Besondere ist für mich einmal die geologische Vielfalt durch den Vulkanismus. Es wird auch von vielen Kollegen total unterschätzt, also welche Standortamplitude wir hier haben. Von ganz arm, mager, trocken bis ganz reich, gut nährstoffversorgt, gut wasserversorgt. Also die Eifel ist so vielseitig und natürlich die Lage. Zwischen Rhein und Mosel, dann auch hier so zum europäischen Ausland, Belgien, Luxemburg, Niederlande. Das ist natürlich eine Lage, die ist einfach fantastisch. Bei der Fichte speziell, aber auch bei anderen Baumarten, die Buche ist ganz extrem betroffen. Und das ist für uns eigentlich auch ein Alarmsignal, weil die Buche ja eine einheimische, immer hier vorkommende, zur natürlichen Baumgesellschaft gehörende Baumart ist. Und wenn man dann mit so einer Baumart Probleme bekommt, dann überlegt man schon, wie kann es weitergehen. Und ich denke, ganz wichtig ist halt eben, dass wir uns einmal Gedanken machen über den Wald der Zukunft. Welche Baumarten können eventuell trockenere Phasen, heißere Phasen besser verkraften? Die Eiche ist mit Sicherheit da eine sinnvolle Baumart und wertvolle Baumart. Aber ganz wichtig ist auch die Aufgabe Klimaschutz. Also Klimaschutz ohne Klimaschutz wird es insgesamt ganz, ganz schwierig werden. Also ich habe im Sommer das Buch von Sven Plöger gelesen, zieht euch warm an, es wird heiß. Und habe ich noch zu meiner Frau im Urlaub gesagt, Mensch, wenn ich das Buch hier lese, also da müssen wir ganz schnell was tun, weil die Natur ist gnadenlos mit uns. Also da haben wir keine Chance, die Natur ist stärker. Da können wir uns nicht gegen aufbäumen, da haben wir verloren, wenn uns das nicht gelingt, die Klimakatastrophe insgesamt in den Griff zu bekommen. Und kurz danach kam es dann tatsächlich zur Katastrophe im Ahrtal, die uns dann wirklich auch ganz deutlich und ganz wahrnehmbar gezeigt hat, die Natur ist stärker. Da haben wir als Menschen keine Chance. Also wenn wir glauben, wir können da noch irgendwie mit Kosmetik irgendwie was machen oder so, dann werden wir mit Sicherheit eines Besseren belehrt. Und deswegen bin ich überzeugt, dass wir gut dran tun, die Klimakatastrophe in den Griff zu bekommen und die Folgen des Klimawandels möglichst abzumildern. Und das hat natürlich einen Weg vor uns, der ganz klar mit Aufgaben bestückt ist. Energiewende, Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Mir ist einfach zu wenig gemacht worden. Und ich habe dann auch mit den Leuten, mit denen ich so im Umfeld zu tun habe, mit dem Installationsbetrieb, der hier unsere Solaranlage gebaut hat und der unser Heizungsbauer ist, dann habe ich gesagt, ja Mensch, wir müssen irgendwie handlungsfähige Strukturen schaffen, wo wir, wenn es was zu machen gibt und wo man sagt, man müsste, man sollte und man könnte, es nicht dabei belässt, sondern es auch umsetzt. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das machen? Da kam noch ein Aha-Erlebnis für mich dazu im Eifelkreis. Bitburg-Prüm sind ja schon sehr früh viele Windenergieanlagen gebaut worden und ich habe dann auch Kontakt zu den Menschen aufgenommen, die damit zu tun hatten und habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass es Investoren aus ganz Europa sind, die diese Windenergieanlagen bei uns in der Eifel aufbauen und hab mir dann auch die Frage gestellt, wenn das ein gutes Geschäft ist und wenn man damit Geld verdienen kann,
dann sollten wir Eifler dieses Geld doch bitte selbst verdienen und nicht das fremde Kapital reinnehmen und die Rendite fließt wieder aus der Eifel raus, sondern dann müssen wir uns so organisieren, dass wir mit den Potenzialen, die wir hier haben, auch die Wertschöpfung in der Region halten. Und das war für mich dann im Grunde genommen so der Antrieb, einen Businessplan aufzustellen, mit dem man möglichst viele Menschen einbinden kann in diese Wertschöpfung. Der genossenschaftliche Gedanke, auch ja von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, was der Einzelne nicht bewegen kann, das können viele in der Gemeinschaft bewegen. Das war für mich dann auch nochmal Antrieb gewesen, eben die Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft zu wählen, mit dem Ziel, wirklich ganz unkompliziert viele Menschen teilhaben zu lassen. Weil ich denke, es ist schon eine andere Begegnung, wenn man jetzt diese Windenergieanlagen oder auch Photovoltaikanlagen in der Landschaft hat, wenn die von fremden Menschen dahingestellt werden, dann ist das, denke ich, was anderes, als wenn man daran vorbeifährt oder sieht sie irgendwo in der Ferne und sagt, das ist unser Windrad. Da hat man schon einen anderen Bezug dazu. Und das ist mir wichtig, auch die Menschen mitzunehmen und einzubinden, auch mit dem Ziel, wirklich die regionale Wertschöpfung zu betreiben. Weil wir haben nichts davon, wenn die Dinge hier in der Landschaft rumstehen und wir nur zuschauen. Dann ist mir wichtig, dass wir teilhaben und auch selber gestalten, selber überlegen, wo machen wir was, wo lassen wir es sein, wo macht Sinn, wo können wir, wo sollen wir, wo wollen wir, mit größtmöglicher Akzeptanz. Und wir hoffen, dass wir viele Grundstückseigentümer überzeugen können und dass die auch dann diese Philosophie mittragen und uns auch dann die Chance geben, die Projekte umzusetzen und im Anbetracht, also wir haben im Moment sehr viel in der Pipeline, wo wir auch denken, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren dann in die Umsetzung kommen. Und das hat uns auch dazu bewogen, also die Mitglieder weiter aufzunehmen, weil wir sagen, je größer unsere Gemeinschaft ist, umso mehr Menschen mit dabei sind, umso breiter können wir es auch in die Dörfer, in die Fläche streuen, mit dem Ziel dann auch, möglichst viele Menschen mitzunehmen. Dass man dann zum Beispiel in dem Tourismus dann auch die Botschaft übertragen, bei uns kann man in der Eifel klimaneutralen Urlaub machen. Wer mit einem Elektrofahrzeug in die Eifel kommt, der kann unseren Eifelstrom, unseren regionalen grünen Eifelstrom nutzen und hat einen sauberen Fußabdruck mit dem Urlaub in der Eifel. Dann noch in Kombination mit regionalen Produkten. Jetzt im Moment haben wir die Diskussion auf Bundesebene, Landwirtschaft der Zukunft, mehr Bio, mehr Regionalität und so weiter. Ich glaube, da können wir was draus machen. Aber wir müssen uns an den Tisch setzen, die Probleme auf den Tisch legen, gemeinsam diskutieren und gemeinsam überlegen, wie können wir hier das Beste hinbekommen für die Eifel. Wir können, denke ich, in einem bestimmten Zeitraum die Windenergie nutzen. Und wenn tatsächlich irgendwann in 20, 30, 50 Jahren energiemäßig der Quantensprung entwickelt wird und wir nicht mehr darauf angewiesen sind, dann bauen wir sie eben wieder ab und können sie recyceln weitestgehend und können im Grunde genommen das Ganze zurückschrauben auf den ursprünglichen Zustand, ohne dass die Natur oder die Menschen in irgendeiner Art und Weise noch zukünftig damit belastet sind. Mein Tipp an die, die neu dazukommen, mitmachen, mitgestalten, aber nicht verlangen, dass die Eifler quasi so ein Art Freilichtmuseum bieten. Das wird nicht funktionieren. Also die Eifel ist kein Freilichtmuseum, hier leben Menschen. Für die Menschen der Eifel wünsche ich mir einen sachlichen, fairen Umgang miteinander, weil die Diskussion, gerade jetzt Verbandsgemeinde Gerolstein, fängt jetzt an, Flächennutzungsplan erneuerbarer Energien Wind. Ich kenne die Diskussionen seit über 10 Jahren und ich kenne auch die harten Standpunkte. Und mir ist sehr, sehr wichtig, dass wir fair miteinander umgehen, dass wir zuhören, dass wir die Argumente der unterschiedlichen Lager offen austauschen und dann auch wirklich mit dem ernsthaften Ziel, für die Region die beste Lösung dabei zu finden. Musik